Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu JavaScript. Heute geht es um Fehlervermeidung und Fehler finden und richtig damit umgehen. Fehler werdet ihr nicht immer vermeiden können. Also ein Programm ist einfach teilweise buggy, vor allem wenn es groß ist. Und das ist auch gar nicht so schlimm, solange ihr damit richtig umgeht. Fehlervermeidung machen wir heute. Ganz kurzes Beispiel. Sagen wir mal, ihr wollt, das war zum Beispiel bei mir, auf meiner Webseite ist das der Fall, ich wollte durch eine Liste durchlaufen an Kindknoten. Und diese Kindknoten waren aber unregelmäßig sortiert. Und ich musste aber durch alle Kindknoten durchgehen, die halt Listenelemente sind. Und habe es mir einfach gemacht, indem ich gesagt habe, okay, ich gehe durch alle durch. Und wenn es halt einen Fehler gibt, ja, dann ist es mir egal. Ich ignoriere den komplett. Und wenn es keinen Fehler gibt, dann mache ich genau das, was ich machen möchte. Und das ist einfach, ja, es ist nicht schlimm, wenn dann Fehler passiert, solange ich ihn abfange. Und abfangen tue ich mit einem Try- und Catch-Block. Das heißt, in dem Try-Block wird irgendwas ausprobieren. Hier zum Beispiel, Klammer, Klammer, Semikolon. So, und das ist schon ein Fehler, weil diese Funktion gibt es nicht. Und ja, jetzt machen wir jetzt einfach mal einen Catch. Mal gucken, was passiert, wenn es diese Methode nicht gibt. Catch E, das bedeutet, ich fange einen Fehler mit dem Namen E. Das heißt, ich habe hier tatsächlich wieder ein Objekt in der Hand, über dem ich dann, durch das ich dann mehr rauskriegen kann. Zum Beispiel über ein window.alert e.message. So, und schauen wir uns einfach mal an, was jetzt hier tatsächlich passiert. Wenn wir das neu laden, dann kriegen wir hier ausprobieren is not defined. Das heißt, ausprobieren hat einen Fehler gegeben. Also dieser Aufruf hier, ausprobieren, Klammer, Klammer, Semikolon, hat einen Fehler gegeben, weil diese Methode, die gibt es einfach nicht. Und das stand dann in meinem Error drin und ich habe mir das Ganze ausgeben lassen als Fehlernachricht. Okay, sehr schön. Was noch toller ist, ist, dass mein Code unten runter weiterläuft. Das heißt window.alert und das hier. Und dann kriege ich plötzlich erstens mal ausprobieren, ist not defined und ich kriege noch einen normalen Alert. Das heißt, unten drunter läuft mein Code ganz normal weiter, während wenn ich jetzt hier diesen Try- und Catch-Block nicht hätte, dann passiert das hier, nämlich es passiert gar nichts. Das heißt, mein Skript stürzt ab und die Seite lädt nicht korrekt oder die Seite macht auf jeden Fall nicht das, was sie machen soll. Und das ist natürlich cool, wenn ihr da einfach unten drunter euren Code ganz normal weitermachen könnt. So. Jetzt haben wir die eine Seite gesehen, wie Fehler quasi gefangen werden. Jetzt wäre es natürlich auch noch sinnvoll, diese Fehler selbst zu generieren. Zum Beispiel, wenn irgendwas mal schief geht und ihr wollt anderen Leuten mitteilen, du, da ist was schief gegangen. Wenn ihr zum Beispiel eine Bibliothek schreibt oder wenn ihr Error-Driven Development heißt das Ganze, wenn ihr mit Fehlern quasi um euch werft und die werden dann immer gefangen an passender Stelle und je nachdem, was für ein Fehler geflogen ist, wird dann eben die passende Maßnahme ergriffen. Deswegen schreiben wir uns jetzt diese Methode ausprobieren hier mal. Das heißt, es gibt sie, es gibt also keinen Fehler mehr, aber wir werfen jetzt innerhalb dieser Methode einen Fehler. Das macht man mit throw und dann eben einen Fehler werfen, also zum Beispiel nicht implementiert. Was bedeutet, ich habe noch keinen Code dafür geschrieben, weil ich einfach noch keinen Bock darauf hatte. Und schon haben wir einen Fehler geworfen, also einen Fehler selbst erstellt. Und jetzt sehen wir hier einfach ein undefined und ja. In dem Fall war jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu schnell. Der Fehler war undefined, also die Nachricht von dem Fehler war undefined, sprich wir hatten eigentlich einen Fehler in unserem Fehler. Lag daran, dass wir hier gesagt haben, wir hätten gerne den e.message, also die Fehlernachricht ausgegeben. In unserem Fall, da wir den Fehler selber geworfen haben, wollen wir einfach nur e ausgeben und nicht die Fehlernachricht. Und dann steht hier nicht implementiert als Fehler. Das heißt, der Fehler, den wir hier geworfen haben, der wurde hier aufgefangen. Unten drunter ging unser Programm ganz normal weiter. Und ausgegeben wurde, dass eben diese Methode noch nicht implementiert ist. Das heißt, ihr könnt hier selber irgendwie schreiben, was ihr wollt, wenn ihr einen Fehler werft. Müsst ihr den aber auch wieder auffangen, sonst läuft euer Programm nicht weiter und stürzt ab. Das wollen wir natürlich nicht. Das müsst ihr unbedingt vermeiden. Okay, also das sind sozusagen die paar Aspekte, die wir hier haben. Mit Try können wir was ausprobieren, was eventuell einen Fehler wirft. Mit Catch fangen wir den Fehler auf, sodass unser Programm danach noch weiterlaufen kann. Und geben zum Beispiel die Fehlernachricht aus oder fangen ihn einfach nur und ignorieren ihn gekonnt.
Und hier mit Function, in der Function können wir auch einen Fehler werfen, der dann zurückgegeben wird, wenn diese Funktion ausgeführt wird. Ich kann auch einfach hier direkt einen Fehler werfen. Also wenn ich jetzt hier throw abc mache, dann wäre das relativ unspannend, weil ja, ich fange ihn ja direkt wieder. Deswegen wird es mir hier jetzt auch locally caught steht jetzt hier. Es wird mir direkt angezeigt in meiner IDE, weil es ein bisschen schwachsinnig ist, wenn ich direkt den Fehler werfe. Aber ja, so könnt ihr das alles benutzen. Okay, das war's auch schon wieder zu Fehlermanagement und so weiter und so fort. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.